Ja, Hohe Synode, wir beschäftigen uns auf dieser Tagung neben vielen anderen wichtigen Dingen schwerpunktmäßig mit dem Thema Zukunft. Der größte Fehler der Zukunft ist, dass wir sie nicht kennen. Mit diesen Worten eröffnete Synodalpräsident Henry Frank die Frühjahrstagung der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz. Umgestalten, sparen, profilieren. Frank forderte, die Ziele des vom Arbeitskreis Zukunft erarbeiteten Strategiepapiers zügig umzusetzen. Es ist wahr, seit Jahren versuchen wir, die Zukunft unserer Kirche zu planen. Wir haben demografische Daten analysiert und in Relation zu den erwartenden Einnahmen und Ausgaben gesetzt. Wir haben daraus Schlüsse gezogen und eine ganze Reihe von Veränderungen, teilweise auch schmerzlichen Veränderungen, eingeleitet. Das war alles notwendig, das war alles richtig, um unsere Haushalte zu konsolidieren und um zu ermöglichen, dass wir auch in 10 oder 20 Jahren überhaupt noch handlungsfähig sind. Und doch, die Zukunft unserer Kirche kennen wir nicht. Zwar haben wir in der vergangenen Periode immer wieder mal versucht, die Prioritäten und auch die Posterioritäten unseres Handelns für Gegenwart und Zukunft zu formulieren, zu oft sind wir aber in dieser Diskussion nicht wirklich weitergekommen. Das liegt nach meiner Einschätzung daran, dass wir zwar alle unsere Handlungsfelder kennen, man muss ja nur den Haushalt aufschlagen, dass wir wissen, was sie kosten und dass wir auch wissen, was sie uns wert sind. Wir haben sie aber bislang noch nicht danach bewertet, was sie für die Profilbildung nach innen und nach außen für unsere Kirche bedeuten. Dies soll nun die Portfolioanalyse leisten und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie das kann. Am Schluss werden wir relativ genau wissen, wie jedes Handlungsfeld nach den Kriterien Profilbildung und Wichtigkeit zu bewerten ist. Bei der anschließenden Diskussion müssen wir allerdings diszipliniert genug sein, die gefundenen Erkenntnisse und Bewertungen umzusetzen. Das heißt einmal nicht nur mutig voranschreiten, sondern auch einmal mutig auf bisher Liebgewonnenes zu verzichten. Ich sage das deshalb so ausführlich, weil ich meine, dass genau hier in der Vergangenheit das Problem lag. Wir hatten schon in verschiedenen Diskussionsrunden Handlungsfelder identifiziert, die der Umgestaltung bedürfen oder von denen wir uns trennen sollten. Der Mut hat uns dann aber immer wieder verlassen, weil wir immer nur von der finanziellen Seite herangegangen sind und nicht von einer inhaltlichen, eben der, die der Portfolioanalyse zunächst einmal innewohnt, weil sie nämlich die Dimensionen Wichtigkeit und Profilbildung zunächst bewertet, um hieraus in eine vertiefte inhaltliche Diskussion einsteigen zu können. Es ist jetzt hier nicht meine Aufgabe, das vor Ihnen liegende Strategiepapier, das morgen ausführlich besprochen werden wird, zu kommentieren und zu bewerten. Dies wird allein in Ihrer Verantwortung liegen. Ich bin jedoch dankbar, dass es auch von der Arbeitsgruppe als ein explizit synodaler Prozess beschrieben ist. Und wir dürfen aber bei alledem nicht vergessen, dass die Zeit uns drängt. Bei allen guten Nachrichten, die uns im Moment erreichen, über steigende Kirchensteuereinnahmen, wir haben dadurch nicht mehr Zeit. Unsere Sparziele bleiben unverändert, weil sich die Prognosen für zukünftige Mitgliederentwicklungen und damit verknüpft für das zukünftige Steueraufkommen nicht verändert haben. Und daran ändert auch eine selbst mittelfristig halbwegs gute Konjunktur nichts. Vielen unter Ihnen ist das klar. Jetzt heißt es daranbleiben, in den Bemühungen um Umgestaltung sparen und in der Profilierung nicht nachlassen. Die Synode tagt bis Samstag im Festsaal der Diakonissenanstalt in Speyer. Neben dem Strategiepapier stehen der Bericht des Kirchenpräsidenten und der gesamtkirchlichen Dienste im Mittelpunkt der Beratungen.